Was geht, Leute? Willkommen zu Teil 2 und willkommen auf meinem Channel. Es geht wieder los. So, und zwar starten wir hier wieder mit Freddie Mercury. Das habt ihr ja schon in einem Video gesehen. Ich mach sofort, drücke ich wieder hier Play, damit wir gleich wieder am Ball bleiben und weiter geht's. Nicht so viel quatschen, Sascha, wir werden gucken. Arsch an die alte ägyptische Kunst? Okay, seien wir ehrlich. Der Besitzer dieses Tattoos hat gerade beschlossen, ein paar Dollar zu sparen. Oft sehen billige Tattoos unfertig aus. Bester Film, why him? Bester Film. Totgelacht bis zum Gehnichtmehr. Als ob der Meister... Ist das eine Skulptur von Leuten, die ficken? ...dabei müde geworden wäre und sich entschied, den Job zu kündigen, bevor es schlimmer wurde. Oder vielleicht haben die sparsamen Kunden selbst... Die abgefuckten Flemings in the house! Scheiße, yeah! Familie, Baby. ...entschieden, dass es genug Sag, war, ich kenne den Film nur auswendig. Lokalisiert und spülen! Nun, jetzt hat Wert meine... Also das ist wie so ein Ding, ne? Das würde ich mit, mit Kusshand auffangen. Dass, wenn so eine Leute zu mir kommen und sowas von Batman haben wollen und sowas alles, wie gesagt, alles, was mit Film, Tiere und sowas zu tun, ey, immer her damit, liebe ich bis zum Get-No. Aber da ist schon richtig gut reingeschissen, auf jeden Fall. An einem Blumenkohl statt Bauchmuskeln. Auf jeden Fall wurde es so. Blumenkohl statt Bauchmuskeln. Alter. Aber mir fällt sofort auf, wie mehr ich darauf reagiere, wegen dem schwarzen Hintergrund, sieht es gleich noch krasser aus. Ist einfach so. Sieht es noch viel krasser aus. Weil alles andere drumherum ist weg. Dein Auge ist nur fokussiert auf diese Tattoo-Stelle. Die Tattoo-Stelle. Also mega Arbeit, aber trotzdem halt das mit dem schwarzen Hintergrund, was ich zu euch meinte im ersten Teil. Wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, dann schau ihn dir an. Das andere Tattoo mit dem dunklen Ritter kostet dann natürlich viel mehr. Und da wir über Superhelden sprechen... Ein paar Worte zu Wolverine. Auch er wird oft zur Inspiration für Tattoos. Und wenn ein guter Tattoo-Meister die Arbeit macht, ist das Ergebnis ein wirklich cooles Porträt, das Menschen jeden Alters gerne zeigen würden. Hier ist Wolverine. Geil, einen Comic-Look gemacht. Auch mal was völlig anderes. Würde ich so aber niemals stechen, aber geil. Ja, allerdings wie bei jeder Tätowierung kannst du Geld sparen. Zum Beispiel, wenn du ein... Alter. Freund fragt, der gerade eine Tattoo-Maschine gekauft hat, um dir eins zu stechen. Aber wir raten dir natürlich nicht dazu. Wer kommt auf so eine Idee, sich sowas tätowieren zu lassen? Das kann nicht mit normalen Dingen abgehen. Habe ich schon im ersten Teil gesagt, das muss unter Drogeneinfluss passiert sein. Das geht nicht anders. Wirklich nicht. Seien wir ehrlich, dieses Tattoo... Wow. Ey, wenn einer da draußen kommt mit einem Breaking Bad-Thema... Bitte die Füße küssen. Du, eindeutig für einen niedrigen Preis gemacht, hat einen Stil. Ein Stil eines sehr einfachen, krummen Cartoons, aber trotzdem. Aber vergleich das ein... Also im zweiten Teil, direkt jetzt schon im zweiten Teil ist mir aufgefallen, gleich direkt noch krassere Bilder, finde ich. Also das hier ist jetzt gerade richtig, richtig krass. Feier ich übelst. Weil dieser Look, diese Veränderung, nicht nur das Porträt hingeknallt, sondern wirklich noch einen Hintergrund gemacht, sieht richtig krass aus. Ich hätte noch gerne chemische Formen gesehen. Das hätte ich jetzt, also wenn ich das Bild jetzt selber gemacht hätte, hätte ich jetzt noch irgendwo eine Chemieformel hingeknallt und natürlich ganz klar, wie Breaking Bad, muss immer irgendwas mit Grün zu tun haben, finde ich. Und da hätte ich das auch so im Hintergrund gemacht. Also, aber das ist auch schon richtig krass, Alter. Also das ist richtig heftig, richtig gut. Einfach mit der Arbeit eines erfahrenen Tattoo-Meisters, der eine realistische... Das ist richtig, ey, richtig Hammerbild. Das ist das Beste bis jetzt, muss ich sagen. Finde ich voll geil. Alles. Künstlerisch einfach 1A, Bombe, mit Sternchen, Riesenbienchen, alles. Zeichnung gemacht hat. Oh no. Es wird sofort klar, wer der Boss ist und warum es besser ist, nicht an Tattoos zu sparen. Du musst Tiere gesehen haben, die so traurig aussehen, als ob sie alle Geheimnisse der Menschheit kennen würden und sich sehr, sehr schämen würden. Hier ist einer von ihnen in... Ja, ist ja oldschool-lastig gestochen, ne? Alles halt dunkel einfach nur gemacht. Das war's. Form einer Tätowierung. Ja, es ist auf jeden Fall reingeschissen. Es in den Augen dieses armen Gorillas gibt. Es könnte durchaus das neue Emblem des World Wildlife Fund anstelle dieses Pandas werden. Und das alles wegen eines Mannes, ja, der sich für ein billiges Tattoo entschieden hat. Schließlich kannst du auch bei einem... Ja. Geil. Ist geil gemacht. Auf jeden Fall geil. Erfahrenen Teut... Haare ein bisschen hart, finde ich, aber also da oben die Haare meine ich jetzt. Ah, schon geil. Auch geil. Ihren Meister um ein Gorilla-Tattoo bitten und wow. Erinnerst du dich? Wir sprachen... Vor allen Dingen sah es nicht bearbeitet aus. Das ist immer das Geilste daran. Es sah wirklich so aus, als hätte er einfach nur ein Foto geschossen und das war's.
Mehr hat er daran nicht verändert. Deswegen, war schon krass. Über die Popularität von Tattoos, die von Star Wars inspiriert wurden. Oh, jetzt bin ich gespannt. Star Wars, Alter. Meine große Liebe. Wir haben noch einige weitere erstaunliche Beispiele. Was könnte cooler sein, als sich ein Tattoo von Darth Vader, einem der bekanntesten Charaktere der Welt, tätowieren zu lassen? In der Tat. Geil. Richtig geil. In den Händen des richtigen Meisters kann die Tattoo-Maschine Wunder wirken. Geil. Und dich zum glücklichen Besitzer des coolsten Bösewichts mit einem Lichtschwert machen. Obwohl, es wird dich einen ziemlich ordentlichen Geldbetrag kosten. Trotzdem kann man auch für ein... Ja, das ist jetzt... Dass die jetzt so ein Bild rausgenommen haben. Da gibt es doch andere, wesentlich andere Darth Vader-Dinger, die verkackt sind. Und aber auch wesentlich besser als das hier sind, meine ich jetzt. Aber das ist ja... Das hätte ich jetzt nicht, das hätte ich nicht genommen. Das passt überhaupt nicht. Das ist ja, weil das ist voll komplett im Arsch. Das ist komplett im Arsch. Ein paar Dollar ein Vader-Tattoo bekommen, nur halt etwas. Das sieht auch aus wie einfach, komm, ich zieh das einfach kurz mal lang, weil ich will gerade mal selber üben. Irgendwie sieht es so dann raus. Das ist kleiner. Und hier ist eine weitere Tätowierung mit einem Charakter aus Star Wars. Die ist. Das ist richtig scheiße. Mal Meister Yoda und er scheint nicht sehr glücklich zu sein. Nun, oder vielleicht ist diese Version von Yoda mit den Ninja Turtles verwandt? Andernfalls, warum ist er so grün? Noch grüner als... Ganz schlimm. Da kennt sich einer nur mit Farben aus, auf jeden Fall. Sonst, zum Vergleich. Uiuiuiuiui. Guckt euch die einzelnen... Boah. Sieht ihr diese Striemen oder wie man das auch immer nennt? Die einzelnen... Wie heißt denn das? Geil. Einfach nur geil. Richtig geil. Das professionelle Tattoo an, das von einem richtigen Meister gemacht wurde. Spürst du den Unterschied? So ein Bild kostet locker über 1000 Euro. Why so serious? Auch schön, aber nicht fertig. Man sieht, dass die Karte fehlt, da wird es fürs nächste Mal dann angesetzt. Und das ganze Haha drumherum und sowas, alles, denke ich mal, wird auch noch dabei sein. Geil. Fragt der Joker geradezu, der von einem echten Profi gezeichnet wurde. Wir können uns leider nicht einmal vorstellen. Was genau dieses andere Tattoo fragt, oder vielleicht zum Glück. Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr bizarr aus. Hier ist ein Dinosaurier-Tattoo, das zieht... Ja, jetzt kommt eine andere Stilrichtung, komplett andere Stilrichtung. Ist eher Linework, das ist alles mit einer kleinen Liner sozusagen gehackt, denke ich. Sieht auf jeden Fall danach aus, aber ist trotzdem geil. Ziemlich teuer war, aber... Auf jeden Fall ist geil. Nun, dieses Tattoo... Ja, das Wer macht denn sowas? Wer macht sowas freiwillig, Mann? Das ist, du siehst doch vorher, glaube ich, die Vorlage oder hacken die einfach drauf rum. Oder ist eine Wette verloren, irgendwas muss das so sein. Das anders kann es nicht sein. Internet viral, aber wir wollen es dir trotzdem zeigen. Wo sonst findet man ein so makelloses, lustiges Dinosaurierbild? Es ist einfach wunderschön. Hätte Lewis Carroll die Entstehung dieser Tätowierung voraussehen können, hätte er einen solchen Charakter in der Handlung von Alice im Wunderland jetzt bin ich gespannt. Angeführt. Auch geil, kann man sehr viel machen, Alter. Ein ganzer Alice-Sleeve-Bombe. Wie du wahrscheinlich schon verstanden hast, leiden Tiere am meisten unter der Arbeit von Amateur-Tätowierern. Gestern war es ein stolzer Wolf und heute hat sich jemand entschieden, sich für die... Ja, also klar, alleine schon, sagen wir, selbst wenn es nur vorgezogen ist für die nächste Sitzung, ist das schon verkackt, weil das mit harten, groben Linien vorgezogen ist. Aber kann man noch was draus machen? Also kannst du richtig noch was draus machen. Hälfte des Preises ein Tattoo mit deinem Bild zu machen. Hier ist die teure Version. Geil. Und zum Vergleich. Allerdings kann die erste Tätowierung höchstwahrscheinlich korrigiert werden, wenn man natürlich nicht weiter Geld sparen will. Sich von einem Politiker tätowieren zu lassen, ist eine ganz ungewöhnliche Idee. Aber jeder ist frei, mit seinem Körper zu machen, was er will. Jemand ist bereit, einen Anständen... Es könnte an der Kameraqualität liegen, womit das Foto geschossen wurde. Aber, also es ist okay gestochen, aber ich finde es nicht mega. Aber es könnte auch die Kameraqualität sein. Ich glaube, in echt sieht das noch 1000-mal krasser aus. Den liegen Betrag für ein realistisches Porträt von Obama zu zahlen und jemand hat dieses Tattoo. Das könnte jeder sein, ne? Besonders ein Furz. Übrigens, als wir sagten, dass Tiere den schlimmsten Teil bekommen, dachten wir auch an Vögel, die von Amateur tätowieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Vögel haben wir noch gar nicht gesehen, siehst du? Meistern gezeichnet wurden. Schau, wenn es einen Schnabel gibt. Was soll das sein, Mann?
Dann bedeutet das, dass es ein Vogel ist, richtig? Und denkt nicht, dass... Sieht ganz komisch aus. ...das Tattoo unvollendet ist. Es ist wirklich ein Weißkopfseeadler und sobald das Gefieder weiß ist, ist es nicht mehr notwendig, es zu färben. Gott sei Dank denken nicht alle... Boah, richtig geil. Ja, das ist halt, wenn man ein Tattoo noch im Hintergrund verpasst, ne, Leute? Das ist wirklich extrem wichtig. Du kannst nicht nur einfach zum Beispiel diesen Adlerkopf da hinsetzen, der sowieso schon weiß ist, weil es ein Weißkopfadler ist, und drumherum dann nichts mehr hinpacken. Das muss im Hintergrund einfach schattiert werden, damit es mehr zur Geltung kommt. Das ist einfach so, anders hast du keine Chance. Das muss so, guck mal, wie geil das so verpackt ist. Guckt euch das an, wie geil dieses Tattoo aussieht. Es sieht so geil aus, dass ich es selbst haben will. So geil ist das, ja, das sieht richtig Bombe aus. Meister gleich. Okay, wir warnen dich sofort. Wir sind uns nicht ganz sicher, was auf der Tätowierung abgebildet ist, die wir dir gleich zeigen werden. Dies ist eine Tätowierung auf dem Körper einer Person. Von der Aufmachung her muss ich sagen, hat mir der Adler jetzt mit Breaking Bad, also Walter White, am besten gefallen. Ist schon echt krass mit dem Adler. Die sich eindeutig entschieden hat, etwas Geld zu sparen. Vor allem gar nicht so schwer zu tätowieren quasi. Ich weiß ja die Arbeitsschritte, wie er da vorgegangen ist und wie er das gemacht hat. Eigentlich nicht Pipifax, natürlich nicht, aber safe zu machen. Ja, also ist gar kein Problem so. Also, aber also ich weiß die Arbeitsschritte, das ist halt einfach von der Klasse her im Schwierigkeitsgrad. So, jetzt habe ich es. Von dem Schwierigkeitsgrad her ist das, war das Mitte, war das nicht mega. Und es sieht trotzdem mega, mega aus. Versteht ihr, was ich meine? Also manchmal reicht auch Mittel. So eine Mittelschwierigkeitsgrad, um das mega zu machen. Das ist überkrass gewesen. Es hat Augen, vielleicht eine Nase und sogar einen Mund, aber okay, nehmen wir an, dass dies ein Clown ist. Hier ist er. Wenn der Tätowierer beabsichtigte, jemand so gut... Nee. Ich verstehe sowas nicht. Das verstehe ich nicht. Da müssen wir wieder den Furz rausholen. So nicht wie Pennywise darzustellen, gelang es ihm definitiv. Und das ist ein Tattoo, das... Boah, geil, und dann noch der Alte. Boah, Hammer. ...Pennywise darstellt, das von Tim Curry porträtiert wurde. Und es ist natürlich viel teurer. Nun, und schließlich das letzte der heutigen Auswahl... Oh, jetzt kommen wir zum letzten Tattoo, ich bin gespannt. Oh, ja, sehe ich schon. Marvel wird das irgendwas sein, bei Marvel. Der unglaubliche Hulk. Hulk zeigen sie jetzt? Okay, bin ich mal gespannt. Das habe ich selten gesehen, fällt mir gerade auf. Kaum einer Hulk. Nichts und niemand kann mit diesem grünen Monster mithalten. Niemand kann das überbieten. Außer ein Tattoo-Künstler, der zu wenig Geld für seine Arbeit verlangt und dies tut. Obwohl wir uns vielleicht irren. Boah, vor allem sieht das entzündet aus irgendwie. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich mir die Haut angucke, ich meine, eine Entzündung kann immer passieren, aber das sieht hier so aus, als wäre das die Farbe. Das ist doch irgend so ein Indien-Ding oder sowas. Das stimmt doch irgendwas nicht. Das sieht nicht gut. Oh Gott. Und das ist ein ungewöhnlicher Übergang zwischen Hulk. So fangen übrigens viele an zu tätowieren. Dass sie die Flächen so voll stark anschattieren so und dann das so komisch freilassen. Also kaum so ein weicher Übergang. Das machen ganz, ganz viele, ist mir aufgefallen. Und dann halt immer nur ein Ton, das war's. So, anstatt da nochmal jetzt ein bisschen mehr anderen Ton zu verpassen, damit es halt einfach ein weicherer Übergang ist. Nee. Passiert nicht. Aber warum ist es so... Richtig reingeschissen. Ach, zum Vergleich. Hier ist ein grünes, gerade fertiges Werk. Alter. Geil. Und da ist es auch wieder, ja, gut, dass wir das gerade sehen. Man muss einfach manche Tattoos größer machen. Viele wollen immer nur so was Kleines, aber das muss riesig sein, damit das gut ist. So, an dieser Stelle, das war das letzte Tattoo. Wir sehen uns im nächsten Video. Meine Kamera ist nämlich gleich alle, deswegen muss ich ganz schnell machen. Bis dann, Antenne, lasst einen Daumen da, abonnieren, Glocken aktivieren und immer so weiter und so fort. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann, Antenne. Ciao.